So, liebe Tennisfreunde, es freut mich heute ganz besonders, dass wir euch heute einen kleinen Kinderratgeber geben dürfen. Einstieg ins richtige Tennis. Tennis Net for Kids in dem Fall mit einem besonderen Experten, dem Michi Ebert, der seit drei Jahrzehnten sich diesem Thema widmet. Und das ist ja ein Thema, das mittlerweile vom Internationalen Tennisverband aufgegriffen wurde. Du hast ja auch Vorträge für den amerikanischen, für den englischen Tennisverband. Auch im deutschsprachigen Raum bist du bekannt, was Kindertennis betrifft. Was vielleicht interessant ist, Michi, dass du uns einmal den Einstieg zeigst. Dieses Unter-10-Konzept der ITF sieht ja verschiedene Stufen vor, auch der Platzgröße und wie man den Platz auch aufbaut. Und das heißt immer wieder, das ist so kompliziert und mit so viel Arbeit verbunden. Vielleicht, dass du das einmal erklärst und auch zeigst, wie schnell das eigentlich geht. Ja, mache ich gern. Das, wie du richtig gesagt hast, Alex, das Konzept von der ITF, das Tennis-Tennis-Programm für die 10-Jährigen und Jünger, umfasst drei Stufen. Beginnt mit der Stufe Rot, dann geht es weiter in die Stufe Orange, dann geht es in die Stufe Grün. Das ist ein internationaler Farbcode, der sich mittlerweile auf der ganzen Welt etabliert hat. Und wie du richtig gesagt hast, ist immer wieder der Kritikpunkt, es dauert so lang, diesen Platz herzurichten. In Wirklichkeit ist es sehr, sehr einfach. Ja, man spielt auf einem normalen Platz, der wird mit entsprechenden Markierungslinien wird der entsprechend adaptiert. Das heißt, man hat links und rechts eine Seitenlinie, in der Mitte wird ein Kindernetz aufgebaut. Das hat eine Länge von 6 Metern und eine Höhe von etwa 80 cm und dann kann es eigentlich schon losgehen. Vielleicht eines noch, weil man ja immer wieder die Kritik hört, da ist irgendjemandem was eingefallen, dass man einfach jetzt am Platz ein bisschen kleiner macht und dann wird er wieder eine Spur größer. Da steckt ja auch was dahinter. Du hast dich ja fast wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, wie schaut jetzt ein Federer gegen Nadal aus oder Djokovic gegen Nadal oder Murray und hast das quasi auf die Größe der Kinder, die Platzgröße bzw. Bälle, Reaktionszeit und sonstiges einmal heruntergerechnet, ja? Also das ist dann vor allem in der zweiten Stufe, der Stufe Orange wird das dann relevant, weil Rot ist, wie gesagt, eben der Einstieg, wo natürlich die Platzbreite reduziert ist, weil es ja keinen Sinn macht, wenn die Kinder auf dem roten Platz die gleiche Breite wie der Roger Federer oder der Nadal abdecken müssen, weil es geht ja nicht nur darum, dass sie zum Ball hinlaufen müssen, sie müssen ja auch wieder zurück, um das Feld entsprechend abzudecken. Und natürlich soll gewährleistet sein, dass man mit einer sinnvollen Anzahl von Schritten auch einen Ball erreichen kann, weil wenn du immer nur als Notprogramm fahren musst, macht das natürlich keinen Sinn. Ich sage mal, im Skisprung zum Beispiel würde niemand darüber diskutieren, dass jetzt ein 8-Jähriger über den Bergisel runterspringt, wo der Schlierenzauer oder der Severin Freund runter muss, weil das wäre ja gefährlich. Beim Tennis hat es eine Zeit lang, wie ich klein war, einfach nur eine Größe gegeben oder das Halbfeld, da hat sich keiner drum gekümmert, weil es ist ja nicht gefährlich. Ob ich es richtig erlerne, die Frage hat sich niemand gestellt. Wie du ja selber auch aus dem Eishockey kommst, weißt du, auch dort ist der Puck leichter, ja, die Spielzeiten sind verkürzt. Also es ist eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren in praktisch allen Sportarten sind die Bedingungen auf die Kinder entsprechend angepasst worden. Im Tennis haben wir relativ lang gebraucht, aber das Entscheidende war, dass also jetzt im Jahr 2010 die ITF in einer Generalversammlung beschlossen hat, dass ab 01.01.2012 auf der ganzen Welt im Ten-and-Under-Programm kein normaler Tennisball mehr zulässig ist. Eine Frage, die ich noch habe, die mich als Tennis-Insider immer interessiert, das hat ja geheißen, die Belgier haben das eine Zeit schon sehr, sehr intensiv betrieben, gewisse Teile aus dem Programm, dass auch jemand wie Justine Henin sich entwickeln hat können, mit der einhändigen Rückhand, mit der hervorragenden Technik, auch kleinere Spieler wie Olivier Rocuse, die aus so einem Programm kommen, stimmt das? Ja, das ist völlig richtig. Natürlich gibt es körperlich große Unterschiede. Das wissen wir. Es gibt akzelerierte Spieler, es gibt retardierte Spieler. Ja. Aber das Entscheidende, glaube ich, bei dem Konzept ist nicht, dass wir unbedingt davon ausgehen wollen, dass die Kinder in 10 oder 20 Jahren besser Tennis spielen, sondern dass sie früh ihren Sport ausüben können. Das heißt, das, was wir immer kennen, wo wir beide oft diskutiert haben, die Kinder stehen auf der einen Seite, der Trainer auf der anderen Seite und dann werden die Bälle zugespielt. Das ist das, wo wir international diskutieren, hitting the ball oder playing the game. Und das Entscheidende ist, dass mit diesen Bedingungen, mit den kleineren Courts, mit den leichteren und langsameren Bällen, die nicht so hoch abspringen, mit den kürzeren Schlägern, es ganz einfach möglich ist, dass die Kinder miteinander ihren Sport ausüben. Und das ist, glaube ich, unsere Chance, die wir im Tennis haben, die wir nützen müssen, damit der Sport auch für die Kinder in Zukunft attraktiv bleibt.